Hallo Leute, heute gibt's Topfenpalatschinken. Dummerweise habe ich mein Rezept verlegt. Wie man Palatschinken macht, den Teig, da zeige ich euch am Ende dieses Videos einen Link. Weil ich habe auch kein festes Rezept dafür. Ich habe einmal eins rausgesucht, um es zu demonstrieren. Das entsprach dann nicht meinen Vorstellungen. Ich haue einfach immer Mehl rein, zwei Eier, Salz, ein bisschen Milch. Dann verrühren, das ist dann stets zu dick, dann kommt so lange Milch dazu, bis die Konsistenz passt. So, zum Schupfen der Palatschinken, wenn hier alles trocken ist, dann ist es eigentlich so weit, da braucht man nicht mehr nachgucken, aber man muss die richtige Pfanne dafür haben. Bei der hier ist der Rand viel zu hoch. Die Pfannkuchen würden wie ein Omelett zusammenklappen, ist auch hier fast passiert, weil zu wenig Fett drin ist. Also je flacher der Rand, umso besser lassen sie sich durch Schupfen wenden. So, wie soll die Grundmasse aussehen? Sie muss leicht vom Löffel laufen. Wenn sie so halb kleben bleibt, dann ist es zu dick. Mache ich jetzt Crepe, dann mache ich das noch flüssiger. Damit ist sie ganz dünn kriegt. Für Pfannkuchen ist das so okay. Tröpfchen Öl dabei. Ich fange oben an und mehr in die Mitte und lasse das dann ziemlich steil runterlaufen. Da muss man ein wenig experimentieren, bis man eine Schöpfkelle gefunden hat, die zur Pfannengröße passt. Schauen wir nochmal das Schwenken. Ich merke hier schon, wie die hier rutscht, ob sie sich gut schwenken lässt oder nicht. Ich lasse noch ein bisschen Farbe ziehen. Und dann ab. Jetzt rolle ich die Palatschinken und schneide sie in Stücke. Stelle ich in eine gebutterte Pfanne, hochkant rein und da kommt nachher die Quarkfüllung rein. Dann habe ich hier von vier Eiern den Eischnee aufgeschlagen. Hier drin habe ich ein bisschen Butter, Zucker und die Eigelb, die werden jetzt schon gerührt. Normalerweise rührt man die Butter mit dem Zuckerschaumig oder Eigelb mit dem Zuckerschaumig und dann die Butter. Aber es geht auch alles in einem, dauert nur ein bisschen länger. Schmeißen wir mal den Ofen an. Auf 180 Grad. So, zwei Päckchen Quark hier rein. Dann kann man noch reingeben. Töpfchen Sahne. Ich nehme hier zwei Löffel saure Sahne. Durchrühren. Mal schauen, ob es süß genug ist. Passt. Zitronensaft, halbe Zitrone sollte dicke reichen. Bei mir üblich
immer eine Prise Zimt in Quark. Nicht zu viel, nochmal durchrühren. Wonach schmeckt Zimt? Wer weiß das? Ich kann es euch sagen, Zimt schmeckt nach gar nichts. Zimt ist ein reines Geruchsaroma. Wenn ihr es nicht glaubt, taucht einmal die Fingerspitze in etwas Zimt, haltet euch die Nase zu und steckt dann den Finger in den Mund. Ihr werdet nichts schmecken. Sobald ihr die Nase wieder aufmacht, ach, das ist Zimt. Eischnee reingetan, es kann sein, dass es dann doch nicht süß genug ist. Werde ich mal Expertin fragen. Tun wir noch etwas zu kommen. Ich habe den nämlich nicht gewogen, sondern nur aus dem Ärmel geschüttelt, so wie jetzt. So muss das passen. Und das jetzt hier drüber verteilen. Ein Eigelb, etwas Milch, aufschlagen und hier drauf verteilen. Ab in den Ofen. Oh, da steht noch mal Mohn zum Trocknen drin. Der ist jetzt trocken. So sieht's aus. Jetzt schauen wir mal, ob das Ganze auch was geworden ist. Die Zeit war jetzt ungefähr eine halbe Stunde. Und jetzt fehlt noch eine Kleinigkeit, das sollte eigentlich vorher schon rein. Aber da ich der Einzige bin, der das mag, kommen meine Mörder-Rum-Rosinen jetzt erst drauf. Eingelegt in Bacardi Coconut. Und das lassen wir uns jetzt schmecken. Ciao, bis zum nächsten Mal.